Hallo und herzlich willkommen bei Kingdoms Reborn zusammen mit dem Tobi. Hallo. Moin. Ach, schön. Endlich ist Kingdoms Reborn. Ja, draußen ist es nicht. Es ist Early Access. Und der Tobi und ich brauchten was Neues zum Spielen. Und da das Ding so ein Multiplayer-World-Building-Game ist, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, Tobi, aber ich glaube, wir müssen beide unsere eigene Zivilisation machen oder so. Ja, ich glaube schon. Aber man kann miteinander handeln und so auch. Also es ist sehr interessant, haben wir so noch nie gespielt, aber es sieht sehr geil aus und es macht auch, glaube ich, Spaß, wenn man es verstanden hat. Das, ja, mal gucken. Ja, wenn man hier so rumguckt, die ganze Welt hier, ne, hier, wir lesen gleich mal vor. Das hier ist unsere Welt, die ist aus unserem Seed. Also man kann immer ein Seed machen, die ist dann generated, nicht random, aber halt nach dem Seed. Das heißt, man kann Welten auch nachspielen. Und wie man sieht, ist alles hier unterteilt in so verschiedenste Länder. Hier sieht man das noch ein bisschen besser. Ich habe gerade ein bisschen rangezoomt, Tobi. Den Intro-Text habe ich immer noch nicht ausgeblendet. Und ich lese mal ganz kurz vor, ja? Der große Frost hat die Zivilisation ruinös zurückgelassen. Nur wenige waren stark genug, um der Kälte und der Plage Einhalt zu gewähren, die die Erde übernahm. Die Karten sind seitdem vorübergezogen und unsere Courage und unsere Hoffnung sind zurückgekommen mit dem Schmelzen des Eises. Und nun liegt es an uns, uns wenigen Überlebenden, eine neue, florierende Zivilisation wieder aufzubauen. Tobi, und das sind wir beide, an uns liegt es. Dragonborn! Dun, dun, dun. Ja. Dun, dun, dun. Ja. So, hier, Tutorials kann man machen. Geil. Und hier, Camera Control, geil, gibt's auch alles. Und jetzt müssen wir beide erstmal, ich glaube, wir müssen beide unser eigenes Dörfchen wählen, ne? Hier ist alles sehr kalt. Ja, ich guck gerade, wo der Computer gebaut hat. Ich suche den gerade, aber ich finde den irgendwie nicht. Ah ja, wir haben eine AI dazu genommen, nicht acht. Die Voreinstellung ist immer... Warte, wie groß ist das denn hier alles? Ach, da oben. Der ist ganz rechts oben in der Ecke. Ganz rechts oben. Ist der. Ach, da, ruhen. Ruhen. Am siebten Tage sollst du ruhen. Okay. Ja, gut, aber sind wir ehrlich, den haben wir auch nur gebaut, um ihn später auszunehmen, ne? Das ist der Plan, du. So, aber wir haben auf jeden Fall nicht 30 Leute gebaut oder sonst irgendwas, sondern baue ich denn mal? Ich weiß es gar nicht. Ich hätte, also ich habe ganz links die Insel habe ich schon so ein bisschen in Blickfang genommen, ja, so mit Kakao. Auch raus, ich habe jetzt eine kleine Meeresenge und wie man sieht, jedes Stück Land bringt seine eigenen Eigenschaften mit sich. Hier zum Beispiel kann man Grape Farming betreiben, also Weintrauben. Da oben kann man Cannabis anbauen, Tobi. Hast du gehört? Geil. Wird ein entspanntes Spiel, Brudi. So, hier gibt es Baumwolle, hier oben gibt es noch Eisen und Kohle. Und ich würde mich gerne erstmal hier irgendwo ansiedeln, wo es gar nichts gibt. Ich guck mal kurz. Ja, ich glaube, ich siedle mich hier an. 531 kostet mich das. Wo bist du ungefähr auf der Map? So. Kannst du jetzt schon sehen? Okay. So, ich lass mal einfach die Einstellungen, die hier gerade sind. Ich übernehme das einfach mal hier gerade. So, Unlocked Bridge. Die Besonderheit ist übrigens bei dem Spiel, dass man auch mit Karten spielt. Ihr werdet das gleich sehen. Ich habe jetzt hier, Tobi, ich weiß nicht, wie weit du bist. Hast du schon Land ausgesucht? Ja, ich nehme die Insel hier mit dem Kakao. Ich bin ganz links auf der Insel. Alles klar. Okay, also. Und jetzt blinkt hier unten nämlich die erste Karte mit Town Hall. Das ist natürlich unsere Stadthalle, die wir zuerst mal auswählen müssen. Links ist das Lager dran in diesem Fall. Und ich baue das mal genau hier auf die Grenze, damit ich da ein bisschen mehr Platz auf der rechten Seite habe. Flump. So. Damit ist Gronk Town gebildet, Tobi. Geil. Und jetzt guck ich mal. Ach, Tobi, du bist da hinten. Du hast ja England. Shut up, man. So, Investment. Oh, hier, ich nehme erstmal Wheat Seeds. Geil. Da kann ich Bier mit brauen, Tobi. Da komme ich gleich mal rum. So. Mit drei Schiffen bin ich schon da. Ja, geil. German so, Beer. So, mal Cabbage nehme ich erstmal. Ja, ein bisschen Guidance hätte ich auch gerne. Die Leute brauchen Essen, um lebendig zu bleiben, Tobi. Wusstest du das? Nee, das finde ich. Ja, ich persönlich finde das aber nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, man kann es halt auch übertreiben, ne? Mit Essen wollen und allem. Also trinken und jetzt okay. Schon Forderungen stellen, finde ich hart. Aber Essen so. Ist jetzt nicht überlebensnotwendig, finde ich. Okay, warte. Ich habe erstmal ein paar Seeds, ne? Wheat und Cabbage habe ich erstmal. Kohl und Weizen. Hab die Farm dafür. Und könnte jetzt erstmal Hunting Lodge oder Mushroom Farm. Das wäre das erste, wo man jetzt quasi Essen farmen kann. Ich glaube, Mushroom wäre ganz gut. Hunting Lodge ist, glaube ich, ein bisschen zu experimentell. Oh, es fängt an zu regnen. Scheiße. Regnet es bei dir auch gerade? Ja. Ah, okay. Dann ist das Weltwetter. So. You have bought your first card. Roundtimer. So, alle 2 Minuten gibt es, glaube ich, eine neue Karte.
Und das erste, was ich baue, tatsächlich eine Mushroom Farm. Wer hätte es gedacht? Naja, dann baue ich die hier mal hier oben. So, Build a Fruit Producer haben wir gemacht. Okay, we'll start producing food. Das ist, also wird Fuß da wird Fuß produziert, Tobi. Oh, das ist lecker. So, wollt noch das was, erste, was ich mache. Das erste, was ich natürlich mache, ist hier hinten erstmal ein bisschen aufräumen. Wir brauchen auf jeden Fall Holz und Steine sowieso. Deswegen habe ich die jetzt markiert. Und wir haben die Quest auch gleich completed aus Versehen. So. Genau, also man muss dazu sagen, das ist nicht wie bei anderen Games, wo du erst ein Holzfäller-Dings bauen musst, sondern du kannst jetzt theoretisch einfach hier alles markieren, die bauen das ab. Genau, genau, genau. Du brauchst halt nur Lagerplatz dafür und der ist ziemlich schnell voll. Oh ja. So. Deswegen und was man auch dazu sagen muss, das Spiel wurde tatsächlich nur von, also so wie ich es gelesen habe, und ich denke mal, das ist auch so, von einem einzigen Entwickler entwickelt. Voll geil. Was schon sehr krass ist, also... Wow. So. Hier habe ich gerade, ich habe gerade ein Stück Land mit dazu genommen, Tobi, Entschuldigung. Und da habe ich so einen Schrein drauf gehabt, so PMS oder was da steht, keine Ahnung. Und da kann ich jetzt ein Nachhaltigkeitsbuch als Preis kriegen, das habe ich als Wissen daraus gezogen. Das kann ich in Gebäude reinziehen zum Beispiel, die verbrauchen dann 40% weniger Materialien. Das ist sehr, sehr praktisch. So, und wir brauchen 5 Häuser jetzt. So, das nehme ich auch noch mit dazu. Und das hier, können wir uns das leisten, wird knapp. Aber ich mach's einfach mal. Ich bereite mich sofort aus, Tobi. Das ist sehr gut. Ich habe nichts anderes erwartet, Erik. Ach, es tut mir leid. Ich kann nicht aus meiner Haut. So. Häuschen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal am Anfang ein paar Häuser, damit die Leute hier irgendwie unterkommen. Häuschen. Häuschen, Häuschen, Kabäuschen, lieber Tobi. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Ich frage mich gerade, wie konnte man nochmal das, also wenn die Storage voll ist, ne, wie kann man denn, dass die Häuser bauen jetzt erstmal, das, oder geht das trotzdem, warte mal? Okay, das geht. Du kannst mit, genau, mit G musst du markieren, dass die einfach genug Holz haben, dann ballern die es da rein. Was ich ein bisschen komisch finde, ich kann nicht mehr Storage bauen, wenn Storage voll ist, das verstehe ich nicht, warum das nicht geht. Doch, kannst du, oder? Kannst du nicht? Ja, bei mir ist auch gerade Storage voll, es müsste, glaube ich, gehen, aber du brauchst, glaube ich, genug Holz. Ich müsste jetzt zum Beispiel auch direkt schon... In alter Tradition. 3. 3. Und nochmal. 3. So, das erste, was ich mache, ist auf jeden Fall mein Storage mal ein bisschen erhöhen. Und das wird nicht die erste Erhöhung, die letzte Erhöhung bleiben, das weiß ich jetzt schon. Das mit der Storage finde ich noch ein bisschen frickelig. Dass man immer nur so Stück für Stück erhöhen kann. Food Reserve ist low. Oh, das ist nicht gut. Ja, also man muss dazu sagen, ist natürlich alles noch Early Access, ne? Ist hier und da wahrscheinlich auch noch ein bisschen unbalanced. Das kann schon gut sein. Mit Sicherheit sogar. So, ja, ja. Hier gibt es noch Wissenschaften. Wir haben gerade die erste Wissenschaft freigeschaltet, die wir jetzt machen können. Improved Woodcutting zum Beispiel. Oder wir können ja überlegen, was wir hier machen. Decreases Mushroom Farm. Ich nehme das hier mal als erstes, damit unsere Pilzfarm ein wenig weniger, damit die weniger Holz verbraucht. Und zwar 50% Holz sparen wir dabei. Und wir müssen auch unbedingt Holz sparen. Das wird später noch sehr, sehr wichtig. So, die roten Häuser hier uns heißen, dass sie alle, sind alle obdachlos, Tobi. Warum sie, bei mir arbeiten nur Obdachlose, Tobi. Was ist das hier für ein Land? Das wird safe, wird das mal Frankfurt, was du da baust. Was wird das später mal? Frankfurt. So, huch, warum ist das so teuer? Wow. Okay, das ist alles gerade sehr teuer. Ich habe mich vielleicht ein bisschen übernommen am Anfang. Oh, es nebelt. Habe ich nie gesehen, wie es hier nebelt. Okay, ganz kurz. Ja, das ist eine gute Idee. Was heißt denn Output Inventory Full? Warte, ach, das ist zu voll, das Inventar. Ah, okay, okay, okay. Da fresst mal mehr, was ist mit euch? So, ja, verstehe ich auch nicht. So, geht das hier? Ja, das geht wunderbar. Träumchen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Leck mich am Arsch, brauchen wir Holz, Tobi. Holz? Holzen Pilsner. Ich mach mal hier einfach so, wupp dich. Viel Spaß. So. Übrigens, ich mach mit dem Shortcut G immer, ne? Das ist das hier. Das Icon Gather Tree Stone und ich mach mal Shortcut G. Dann kann ich direkt, also G für Grinden oder G für Gronk, ja. Geil. Gottes Willen.
So, und einen Weg. Wege kann man auch bauen. Das sieht mal ganz lustig aus. Ich baue wie immer hier mal erstmal so eine Straße. Und erstmal nicht seine Straße, ne? Oder? Nee, nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, Tobi. Okay, gut. Bin ich sehr froh. Mehr. Ja, ja. Sonst muss ich gleich Telegram-Gruppe öffnen. So wie der drauf ist, beansprucht er wirklich jede Straße für sich wahrscheinlich und sagt, das sind seine. Das würde mich nicht mal wundern. So, ich mache hier nochmal einmal durchgehend. Flups. Bei mir muss immer alles gerade sein, Tobi. Ich weiß, wie es bei dir ist. Ja, darf ruhig gerade sein. Aber es kann auch ein bisschen verschwurbelt sein. Ich habe da kein Problem mit. Ja, ich bin da leider immer ein bisschen komisch. Wo grow ich denn am besten meine Farm? Am besten da, wo es grün ist, ne? Ja, das hat auf jeden Fall Vorteile. Okay. Ich habe vorhin in unserer kleinen Testrunde, die wir gemacht haben, da hatte ich so Weizenfarmen auf Orange, dunkelorange. Hat trotzdem gut geklappt. Okay. So. Boah, ich habe hier direkt einen Connect in so eine kleine Bucht, wo ich dann sofort aufs große Meer rauskomme. Oh, das ist voll gut. Boah, Tobi, ja, habe ich aber auch. Hä, Folge, da können wir eine Handelsroute bilden, Erik. Das sollten wir auch. Huch, was ist denn mit dem Gras? Ich schick dir Scheiße und du schickst mir Gold. Hä? Oh, gut, SZ kennt er wohl nicht im Chat. So. Ich glaube, ich fange aber erstmal hiermit an. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Fuel Reserve is low. Alter, ich habe nie genug Holz, ne? Ich habe nie genug Holz. Man traut sich auch irgendwie nicht, alles abzuholzen, ne? Das ist ja schwierig. Will ich halt auch nicht. Aber ich habe das Gefühl... Naja, Winter is coming, ne? So, dann würde ich das eventuell hier direkt... Kann man ja mal hier irgendwo hinsetzen, das wird schon irgendwie gehen. So, okay. Ich finde es interessant, dass das ein Multiplayer-Aufbauspiel ist. Also ein bisschen wie Civilization. Ich glaube aber, der Kriegsaspekt ist noch gar nicht drin, oder? Ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Macht aber auch nichts. Ich finde es cool, wenn man einfach so ein bisschen rumbauen kann, ein bisschen handeln kann, so Anno-mäßig. Oder Patrizia früher war auch sehr geil. Konnte man auch nicht online spielen, aber es war trotzdem sehr cool gemacht irgendwie. Man kann ja auch, glaube ich, sogar Tropico online spielen, ne? Das geht auch. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, doch, ich glaube, was mir hier fehlt, ist, dass man die Kamera auch kippen kann. Also ja. Ein bisschen, ja. Reingehen, ne? Ja. 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 Das stimmt. Das geht leider nicht. Und ich würde wahnsinnig gerne die Leute umbenennen. Wir haben hier zum Beispiel, wer geht da gerade? Gerard ist Man, 39 Jahre, der ist sick. Oh, der ist krank. Hier ist Ilja, 65 Jahre. Warum ist sie so alt? Das ist ein Busch, warte mal. Jean, Little Girl, 6 Jahre, arbeitet aber schon. Hä, so lobe ich mir das, Tobi. Krass. 6 Jahre und schleppt hier schon, die schleppt schon Hölzer aus dem Wald, Baumstämme. Bei mir hier auch gerade 5 Jahre, der Vincent, ne, der macht, kriegt nicht nur keinen hoch, sondern der baut auch mal ein bisschen. Finde ich gut. Geil, geiler Typ. Geiler Typ. So muss es laufen, schwer, Gera. Okay, die sind aber Man. Sehr schnell alt, ne? Also die altern super schnell. Little Girl, 11 Jahre? Ja, naja, weiß ich nicht. 7 Kinder? Oh, ich brauche auf jeden Fall noch weitere Häuser. Die sind alle noch obdachlos hier. Ja, ist alles nicht gut. Okay. Mach ich einfach mal hier hin. Das passt, dann passt aber kein weiteres mehr hin, ne? Okay. Kann ich vielleicht hier hinbauen? Oder mache ich in der Mitte einfach Weizen? So vielleicht? Ich guck mal gerade. Statistikbüro. Oh, ich kann ein Statistikbüro bauen. Nice. So, Forester. Ich brauche auf jeden Fall einen Forester. Das ist super wichtig. Forester Gum. Entschuldigung. Und direkt noch ein Haus. Appeal 93, geil. So, wir müssen die ganzen Obdachlosen unterbringen. 20 Grad sind hier gerade, Tobi. Es ist ein Traum auf die Zustände sind das hier. Das gibt's nie wieder. So. Ich könnte hier oben eigentlich ein schönes kleines Feld hinmachen, ne? Hier so. Wenn man hier so ein bisschen runtergehen würde, zack. Mal gucken. Also wir wissen noch nicht, oh, bei mir ist alles ein bisschen wärmer als bei dir, glaube ich. Ich glaube, bei dir ist gemäßigte Zone. Ja, da oben ist sich rüber, da ist auch gemäßigt. Bei mir ist alles so dunkelgelb irgendwie. Ich habe schmackhafte 19 Grad, 18 Grad gerade. Das ist echt... Oh, bei mir sind 17 Grad, aber bei mir ist alles so dunkel-orange-mäßig. Ich habe hier auch wieder Orangen und sowas. Köstliche Orangen, Tobi. Falls du da welche möchtest.
Ja, klar. Ich biete sie da gerne feil. Orangen sind doch gut. Oranien. Alter, mir fehlt es halt immer noch an Holz. Wie kann das denn sein? Storage too far. Oh shit, okay, da muss ich selber Storage noch dran bauen für den Fischer. Storage too far. Da ist die Storage too far. So, mach ich mal direkt dran. Können die ja vielleicht irgendwie da rumtragen oder so. Bin ich mal gespannt, wie es bei dir dann aussieht. Ja, wahrscheinlich so ein Lost Place Stadt ist das. Oh, meine Mushroom Farm hat not enough Input. Alter, ich brauche halt dringend Holz. Das ist unfassbar. Das Problem ist, ich hier auf meiner Insel, irgendwann ist natürlich das Holz leer, ne? Das, da muss ich ein bisschen, das muss man ein bisschen haushalten, glaube ich. Mhm. Also ich mache jetzt eine Schneise zum Strand hier einfach bei mir. Ich räume das ganze Holz da weg und mache das lieber hinten im, ja gut, im Ausland. Da gehe ich dann nachher rüber. Richtiges so. Amerika, was du da baust, Erik. Ohne Karawane. Die werde ich aber jetzt nochmal wegschicken. Lohnt sich gerade noch nicht. Oh, Alter, Tobi, du bist ja inmitten von Palmen. Ja. Und du hast schon alle, Häuser da. Nice. Ich wedel mir auch mal fett einen von der Palme hier jetzt gerade. Ja. Erik. Unsere Relationship ist strong. You are strong. High influence points. Relationship. Okay. Du hast eine Disease Frequency von 2 pro Jahr. Okay, gut, dann komme ich doch nicht vorbei. Hab ich das? Ich glaube, du hast Dschungel-Aids. Ja und? Das war jetzt keine negative Feststellung, Tobi. Erik, komm doch mal rum jetzt. Ich bin schon im Flieger. So. Okay, bei mir ist irgendwie alles. Bei mir ist alles einfach nur noch frei. Sag mal, wo ist denn das ganze Holz? Wo bringen die das ganze Holz hin? Ich habe den halben Wald hier unten abgerodet. Null Holz, 13. Was machen die mit dem Holz? Essen die das? So, hier mache ich auf jeden Fall mal die Sustainability-Karte rein. Zack. Das heißt, die verbrauchen weniger Holz jetzt hier. Hoffe ich zumindest, dass es klappt. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, was kriege ich hier noch? Fruit Gatherer. Ich glaube, da werde ich vielleicht eventuell noch einen machen. Ich mache mal eine Taverne. Ich hätte vielleicht wenigstens gute Laune. So ist es nämlich. Uff da, uff da, uff da. So, Hunting Lodge und da mache ich jetzt auch noch den Forester hin. Dann kann der hier immer brav, dann mache ich die einfach nebeneinander. Wird er brav an- und abgebaut und wir kriegen hoffentlich immer Holz dazu, ab und zu mal. Und wir brauchen noch einen weiteren Forester irgendwann. Eieieiei. Hast du das mit der Sterberate eigentlich gerade gelesen? Ich habe einfach nur dein Teil angeklickt. Okay. Und das hat halt eine Krankheit, Sterberate. Ich frage mich jetzt gerade, ja. Wie kommen denn Leute, wie kommen die denn hier auf die Insel? Also, wo kommen die her? Kommen die einfach so oder muss ich irgendwie noch einen Hafen oder sowas bauen? Nee, so weit wird das Spiel wahrscheinlich noch nicht sein, ne? Vielleicht schwimmen die rüber. Hm. Ich weiß es nicht. So, hier wird, boah, ich habe zu viel auf einmal gemacht, glaube ich. Bei mir wird nur gebaut die ganze Zeit. Ah, ich habe aber schon Obst. Obst und Fleisch. Was das hier ist, weiß ich nicht. Sieht aus wie Knödel. Was ist das? Kokosnüsse. Hä, cool. Und Fisch und Mushrooms und Felle habe ich auch. Also Leder wahrscheinlich. Ja, oh, Winter. Tobi, es ist Winter. Oh ja, es schneit. Yay. Oh, wie schön. Wie baut man auf den Feldern was an? Muss ich das selber machen? Du kannst drauf... Nee, musst du nicht selber machen. Du kannst draufklicken und dann kannst du mit dem Dropdown entscheiden, was da angebaut wird. Ah, okay. Also Weed in wenn das Feld fertig ist. Genau. Ja, okay. Also Weed for 20, Junge. Okay, warte. Ich mache hier unten nochmal einen Fischer hin. So, also fürs erste Jahr gut was geschafft. Leider haben wir immer noch Obdachlose hier. Die Obdachlosenproblematik ist noch nicht durch, Tobi. Gut, aber um die kümmert man sich auch als letztes erst, ne? Das ist richtig, natürlich. Ich meine, also... Es gibt schon systemrelevantere, wichtigere Menschen. Ja, ich meine, wenn wir erstmal das erste Druckwerk haben für Zeitungen, dann kann man sich im Winter auch zudecken. Ja, eben. Das ist ja mit weggeworfenen Zeitungen und generell Schmutz aus der Gesellschaft kann man dann adaptieren halt.
So, aber ganz kurz von unserem fiesen, zynischen Humor mal abgesehen, wie geil das einfach aussieht, wenn es einschneit. Ja, das stimmt. Oh. Sieht sehr nice aus. In 10 Jahren, wenn die Videos hier noch online sind, werden die Leute gar nicht wissen, warum das weiß wird. Was ist das? Es schneit Koks! Puder Zucker! Der Himmel hat Puppen! Okay. Ja, jedenfalls, ja, ich finde das voll geil. Ich liebe das, wenn es einschneit überall. Ich liebe Schnee in Spielen sowieso. Ja, ich auch. Wenn ich allein an Fable an den Anfang denke, mit diesem verschneiten Schneeschloss und sowas, das, oh, Fable 2, einfach geil. Skyrim. Oder auch Assassin's Creed, das neue. Ja, wollte ich gerade sagen, auch das neue Assassin's Creed. Und Skyrim ja sowieso, aber mir frieren die langsam, weil die keine Häuser haben. Wir haben 5 Häuser jetzt erstmal. It's important. Homeless people can migrate away or die during winter. Das sagt er mir jetzt, wo Winter ist. Das wusste ich doch nicht, dass sie im Winter frieren. Da muss man erstmal drauf kommen. Okay, warte. Dann baue ich hier auch mal wieder dran. So, noch ein Haus. Dann haben wir hoffentlich... Wir brauchen noch mehr Holz, Alter, ey. Ich weiß nicht, was sie mit dem Holz machen. Oh, ich habe aber auch kein Holz mehr. Das die essen das die ganze Zeit. Das geht echt super fix. Krass. So, ich verdiene schon... Verdienst du auch Gold? Ja, 62. Okay, yeah, 63, Tobi, geil. Nein! Geil, yeah, Ruling. Dann würde ich gerne eigentlich noch... Ist natürlich im Winter eine schlechte Idee. Ich lasse sie vielleicht erstmal das Haus bauen. Damit unsere letzten Obdachlosen 10 Grad minus, Tobi. 10 Grad minus. Lauf die alle rum. Was ist denn not enough? Ach, die brauchen auch Holz bei der Mushroom Farm? Oh Gott. Ja, die Pilze, also das Pilze züchten verbraucht selbst Holz. Das heißt, du kriegst die Pilze aus 8 Holz, glaube ich. Ach du Scheiße, so schnell wächst das Holz doch gar nicht nach, wie ich das hier brauche. Ich habe bei mir ein Sustainability Book drin, jetzt braucht das nur 5 Holz, wenn ich das richtig sehe. Ich dachte eigentlich 4, aber na gut. Okay. So, als nächstes nehme ich meine Schweine-Ranch, die baue ich aber noch nicht, die ist nur für später. Habe ich schon jetzt mal gewählt. Hast du das Statistics Bureau gebaut? Nee, noch nicht, weil Holzprioritäten gerade erstmal. Okay. Aber da sind immer noch welche. Nee, jetzt dürften eigentlich keine mehr obdachlos sein. Ich habe 24 von 24, das heißt, ich habe exakt so viele Leute, wie ich habe, haben auch ein Dach im Kopf. Gott sei Dank. So, der Fisch wird hier, glaube ich, zwischengelagert und dann weggebracht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na gut, im Winter heizen die mit dem Holz natürlich. Okay, fressen habe ich genug. Das ist gut. Tobi? Ja? Habe ich gerade Pilze von dir bekommen? Wir hatten Geschlechtskrankheiten auf der Insel, Erik. Ich dachte, ich bringe da mal was rum. Boah, super lieb, super. Ist kein Problem, meine Leute essen alles. So, ich danke dir für deinen Stängelpilz. Wir haben das frisch geschabt, Erik. Frisch runtergeschabt. Die sind auch so wie Korken gewachsen. So, so Korkenzieher. Alter. Spiralpilze. So, 50 Holz für eine Kneipe. Im Winter vielleicht keine gute Idee. Aber ich mache das restliche Holz hier auch noch weg. Also hier brauchen wir es nicht. Wir müssen schon mal in die Zukunft... Huch, oh, habe ich mich erschrocken. Autosaving. Okay. Okay, ich habe nur noch... Okay, im Winter... Wird es langsam? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, es wird langsam vielleicht doch wieder wärmer. Minus 4 Grad, doch, es wird langsam wieder wärmer. So. Aber das mit dem Holz ist, glaube ich, noch unbalanced, aber es ist ja auch alles Early Access, ne? Ja. Also Holz muss man ja wirklich im sehr großen Stil alles niederruppen und puh... bin ich gerade noch nicht so mega der Freund von, dass es so viel ist. Okay, aber man kann das Storm, das, diese Storage Yard kann man auch managen. Das ist cool, das ist wie bei Anno. Mhm. Das ist eigentlich nice, dass du sagst, da soll das hinkommen und so, dann baust du da die Holzfabrik zum Beispiel daneben und das machst du da hin. Das ist eigentlich ganz nice. Okay, das stimmt. Ich sollte hier zum Beispiel einfach nur Fisch hinmachen. Fisch! Okay, Fisch ist dabei. Fisch, Tobi, Fisch. Fisch. Das geht ja hier eh in die Häuser, also noch muss ich da nichts managen, aber für später vielleicht ganz gut. So, Fuel Reserve ist low. Ich schleppe die ganze Zeit Holz ins Lager und weiß nicht, wo es hingeht. Ich frage mich, ob das wirklich an diesem Mushroom-Ding liegt eventuell. Ja, ich frage es mich auch gerade, weil die hacken hier auch gerade Holz wie bekloppt, aber irgendwie, wo geht das hin?
Das freut mich halt auch. Sehr merkwürdig, Tobi, sehr merkwürdig. Okay, oh, der Winter ist vorbei. Und so schnell. Okay, den hole ich mal. Mit dem Charcoal Burner kann man übrigens aus Holz Kohle machen und das hält doppelt so gut im Winter wohl. Dann ballern die das nicht alles weg, wie es aussieht. So, was ich nochmal mache, ist gerade hier noch ein zweites Feld, wenn wir schon mal dabei sind. 2, 3, 4. Mach ich mal so. Okay. Ich muss nur gucken, dass die Wildschweine das nicht wegfuttern alles. Und ich mach nochmal Fishing Lodge. Fishing Notch. Kostet halt auch ein bisschen was. Aber dafür haben wir Fisch. So. La da 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 dam dam da dam dam. La da 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 dam dam da dam dam. So. 1, 2, 3, 4. Dann wäre das hier. Kann ich mir schon mal merken. Ich mache wieder alles sehr geordnet. Ich komme einfach nicht gegen meinen inneren Monk an. Bei diesen Aufbauspielen. Du, das macht aber auch nichts, oder? Ja, Leute, rasten einmal aus, Tobi. Hä? Verstehe ich nicht. So. Oh, Productivity Book. Konglomerat. Trading, da bin ich noch von weit von entfernt. Ich mache mal Produktivität. Was nehme ich hier? Pick Ranch. Am besten noch ein Forester. Turbinator Town, Level 2. Ja. Was machst du denn da bloß, Tobi? Ich grow meine Town, Erik. Alter, bist du fett am Growen, Tobi. Ich geh mal gucken, was der Computer gerade macht. Mach das mal. Vorsichtshalber, man weiß nie. Sieht's bei dem aus. Nicht, dass der zu groß wird, das wollen wir ja auch nicht. Dann fallen wir da ein. Ja. So, das müsste... Ich hoffe, das geht. Ich mach's einfach. Hä, der hat ja nicht mal Wege. Was ist mit ihm denn? Hä? Also ich habe die KI auf normal eingestellt, aber das heißt aktuell, glaube ich, noch nichts. Aber der hat schon fett Fleisch angesammelt, Erik. Hä? Und Pelze und sowas. Was? Aber auch kein Holz. Hat wahrscheinlich einen Jäger oder so, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber sonst hat er jetzt noch nicht so viel. Okay, für 200 kann man Diplomacy machen. Dann ist man gefriendshipped, aber das will ich nicht. Mhm. Scheiß auf den. Ja, nee, das sehe ich auch nicht. Und es fehlt mal wieder Holz. Wow. Ja, ja. Das gibt's doch gar nicht. Ständig. Jetzt habe ich schon bei Forester, habe ich jetzt schon mal Prioritize Planting gemacht, dass das Holz wieder schneller wächst. Aber ich glaube, das bringt nichts. So. Hm. Ich glaube, der sitzt nicht so ideal hier. Na, ist auch egal. Und der braucht bestimmt Lagerplatz da unten. Habe jetzt einen zweiten Forester gemacht. Mal gucken, was es bringt. Mit null Holz bringt das bestimmt viel. Ist vielleicht gar nicht mal so doof, vielleicht zum Aufforsten wieder. Hab schon wieder einen Obdachlosen. Oh, Tobi, diese Obdachlosen. Was soll ich nur tun? So. Okay. Meine Initiative, Dach überm Kopf. Das mache ich jetzt. Das ist so, bei 31 Minuten, ne? Ich wollte es nur sagen. Oh, okay. Warte mal, zweiten Fruit Gatherer wäre, glaube ich, ganz nice, wenn wir den hätten. Vor allem war der erste. Ich weiß nicht, was der dann noch gathert. Gathern die eigentlich nur im eigenen Revier oder gehen die auch außerhalb der Landesgrenzen? Das würde ich gerne wissen. Das ist eine gute Frage. Weil die Baumfäller machen das ja nicht. Die bleiben nur in diesem Kreis, ne? Ja, genau. Und die gehen auch nicht außerhalb der Landesgrenzen, wenn die Bäume fällen. Und da ich hier oben Fruit Gatherer hingemacht habe, könnte es sein, dass er nur hier gathert und eventuell gar nicht da oben. Hm. Das müsste man mal beobachten. Der traut sich vielleicht nicht in dieses Ausland. Vielleicht kann ich ihn aber hier unten mit dran kleben. Mach ich einfach mal. Ich hab kein Holz. Ich frage mich halt,
ob ich die Mushroom Farm mal abreißen sollte. Ich glaube, die frisst das ganze Holz. Meinst du? Ich glaube ja. Output Resource Inventory is full, causing the production to pause. Ich würde aber auch gerne, generell würde ich gerne Gebäude pausieren können. Das wäre irgendwie cool. Ja, das geht ja bei Anno tatsächlich. Das ging auch bei Banished und ich glaube auch bei vielen anderen. Und das ist, glaube ich, bei der Mushroom Farm, die ist, glaube ich, ein bisschen zu over. Die ballert, glaube ich, das ganze Holz einfach direkt in Pilze. Ja, ich glaube, das ist die Mushroom Farm. Ich glaube, die würde ich gerne. Require 5 Wood. Die ballern da immer 5 Holz rein. Und ich habe jetzt so viele Pilze, ich brauche die alle gar nicht. Ich glaube, ich reiß die mal ab. Auch wenn die viel bringt, aber ich glaube, das ist mir momentan, das Holz ist einfach zu wertvoll. Ich reiß die einfach mal ab. Ich habe es gemacht, Tobi. Ich sag dir Bescheid, was passiert. OMG. Puh, riskant, ne? Sehr riskant. So. Und ich glaube, das Holz, die Holzbestände wachsen wieder. Hast du einfach komplett abgerissen, das Ding? Hab ich einfach komplett abgerissen. Okay. Bin sehr gespannt. Hier ist nochmal. Dann lieber mehr Fisch. Das habe ich gerade, warte mal, consume 40% mit letztes Inventar, das brauche ich nicht. Und 20% Produktivität auf das Fischen. Und hier unten ist noch nichts fertig. Ja, okay, dann würde ich sagen, nächste Folge, Tobi. Mhm. Ja, da sehen wir uns wieder. Kann man hier eigentlich Pause machen? Nee, ne? Wenn ich das doch, du kannst das passiert gar nichts. Pausen oben. Pause Game, aber ich weiß nicht. Nee, es geht nicht, weil wir im Online-Spiel wahrscheinlich sind. Und jetzt? Ist bei dir pausiert? Game paused, ja. Tatsächlich. Ja, nice. Okay, ich kann pausieren. Cool. Nice. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn Tobi und Erik wieder einmal, ja, wieder einmal die Welt retten müssen. Eine ganze Zivilisation diesmal. Krass, oder? Es ruht einfach immer auf unseren breiten Schultern, Tobi. Und wo ruht es auch besser? Ja, das stimmt. Boah, bei mir sind gerade 27 Grad im Sommer. Oh Gott, ich muss Klimaanlagen erfinden. Oh ja, 28 tatsächlich. Oh, oh. Oh ja, Ripp. Der Angeber, der feine Herr. Ja, dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Tschüss.